hab mich selber fast zerrieben, obwohl ich weiß, wie weh das tut. Denn ich hab tausendmal begonnen und es war tausendmal verschenkt. Dabei wollte ich nur, dass du weißt, dass jemand an dich denkt. Ich hab geschrieben, was das Zeug hält. Ich nahm das beste Briefpapier. Ist es auch nicht wirklich logisch? Trotz allem ist es doch von mir. Ich habe nächtelang gehadert. Ich hab kein Auge zugemacht. Alles nur, um dir zu sagen, ich hab grad an dich gedacht. Kein Brief kann dir sagen, was ich will. Kein Brief zeigt, wie grenzenlos ich fühl. Kein Brief macht dir klar, was du für mich bist. Und dennoch schreibe ich dir heute Nacht, einfach weil mir danach ist. Und das macht mich fast verrückt. Und zu allem Überfluss werde ich vom Zimmer hier erdrückt. Es hat mich nächtelang beschäftigt. Ich schrieb mal kitschig, mal verliebt. Und alles nur, um dir zu sagen, es ist schön, dass es dich gibt. Kein Brief kann dir sagen, was ich will. So anonym wie ich. Was ich fühle, weißt du sicher nicht. Wenn ich dich mal sehe, schnürt es mir die Kehle zu. Bin ich dann zu Hause, dann schreib ich Hallo du. Kein Brief kann dir sagen, was ich will. Zeigt, wie grenzenlos ich fühl. Kein Brief macht dir klar, was du für mich bist. Und dennoch schreib ich dir heute Nacht, einfach weil mir danach ist. Kein Brief kann dir sagen, was ich will. Danach ist.